Talent. Alle lachen, weil die 92 beugt, als wären es 160. Ja, wir sind dabei. Bist du ein Mutant, Alter, ehrlich. Der Rekord, den du jetzt aufstellst, der soll lange unangefochten bleiben. Wollt ihr uns doch verarschen, ne? Später, dass er noch ein bisschen was im Tank hat, weil sonst sehen wir alt aus. Ich bin hier mit Leonidas Arkona, Leon der Grieche. Wir sind beim Wettkampf in Köln im Rhein-Gym. Insanity nennt sich das Ganze. Und heute wird es auf jeden Fall richtig insane. Das verspreche ich euch. Erste Disziplin, Kniebeugen. Tetzel ist übrigens auch am Start. Mit dem komischsten Rack hier von der Breite. Du, mein Talent, du, ehrlich, du machst ein... So ein Chaot und so ein Talent. Och Mann. Also die letzte, nicht, die letzte war super. Es ist alles gut. Okay. Es geht nur darum, dass wir so viel Potenzial verschicken. Du bist heute ein richtig geiler Wettkampf. Ja? Okay. Na, lass mich mal konzentrieren. Ja, dann mach mal. Okay. Als nächstes 200, wa? Das habt ihr nicht gesehen. Das darf nicht sein. Also ich übersetze jetzt mal kurz, sag mal ganz kurz, worauf es drauf ankommt. Heute in den drei Disziplinen, also in den Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, so viel wie möglich an Kilos zusammen, um eine totale Summe dann zu haben. Wer am meisten hat in der Klasse, der gewinnt. So, ganz einfach. Echt keinem erzählen. Gut, dass uns keiner zuschaut. Also wir arbeiten noch ein bisschen an der Kniebeugeroutine. Ja, weil die müssen ja auch bestimmte Tiefe haben, sonst sind die ungültig. Und die Unilas denkt sich, ich beuge einfach noch 10 cm tiefer als eigentlich nötig. Sicher ist sicher. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir bei mir die Musik vorne ausmachen. Habe ich mehr Konzentration. Finde ich sehr gut. 270 Kilo letzter Aufwärmsatz. Das ist der einzige, der mit solchen Lasten hier noch sich aufwärmen muss. Oh. Und normalerweise würde er mich jetzt fragen, Johannes, das war so leicht, lass uns gleich mit 300 einsteigen. Aber Leonidas ist kein Routinier und hat ganz schön die Schosen zwischendurch voll gehabt. Deswegen ganz sicher. War die leichte oder was? Alter, Alter, Junge. Also er hat ohne Ende Kraft. Ohne Ende. Die waren so geil, oder? Die waren richtig leicht. Die waren so locker. Ich sing dir ein Lied von Joe Cocker. Komm, Leute, auf geht's! Gewichte, die ich auch fühle auf den Schultern. Du bist so ein Mutant, Alter, ehrlich. Ich habe bei den letzten drei Versuchen immer gesagt, das war der schönste bis jetzt. Das war gerade der schnellste und der schönste von allen. Oh. Also, auch der schnellste war so leicht, Alter. Ja. Das darf sich auch mal ein bisschen anstrengen, okay? Signale beachten, ganz sicher. Nichts Besonderes für dich, okay? Ja,
heißen. Willst du die machen oder bist du 3,20. Pass auf, hör zu. Der vierte Wertung geht, der vierte Versuch geht dann nicht in die Wertung. Das ist nur ein Rekordversuch. Ich weiß, du bist schon ein neuer Rekord, aber ist egal. Ich kann keine 3,30 Rekord. Was ist denn? Dann machen wir auf sicher 315. 20. 325. War ja übrigens, das war schon ein Rekord jetzt. Also ist schon. Stellt es mit jedem Versuch neue Rekorde auf. Das Problem ist, der vierte Versuch, der geht nicht in die Wertung für den Wettkampf. Das ist halt nur ein Rekord. Und wir müssen Punkte sammeln, weil die Disziplin ist wichtig für die Teamwertung. Habt ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen mit Koray. Also, du musst nicht wissen, was drauf ist, du musst es so beugen. Er wird es ja eh sagen, ich muss mich mental vorbereiten. Ja, es sind 325. Okay. Leon zum ersten Mal ängstlich. Ich sag 3,30, er sagt nein, keine 3,30. Ich habe nur die 330 zu Raw gebeugt. Aber heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Guck dir, wir zeigen ihm jetzt gleich mal die Aufnahme von dem Versuch. Und du wirst überrascht sein, weil das Ding ist, die sind so schnell oben, dass wir oben noch. Die Hand kommt mit nach oben. Das ist so leicht, dass du ohne Probleme gestehen hast. Es ist einfach viel zu leicht. Zeig mal. Ist das jetzt nicht? Nein. Jetzt auch nicht für dich, Mann. Oh, war nicht leicht. Schon wieder neuer Rekord. Bist du gut drauf, Mann? Bist du gut drauf? Ey, die Leute sind aufgesprungen, aufgestanden. Es war unglaublich. Alter. Normalerweise hat er nämlich 10 Minuten Pause immer zwischen den Wiederholungen zum Training. Deswegen 5 Minuten ist echt knapp. Aber weißt du, warum das kein Problem ist? Weil du einfach noch lange nicht am Limit warst. Deswegen ist es überhaupt kein Problem. Scheiße. Das war kein Kampfversuch, das war gar nichts. Willst du ihn noch mal kurz sehen? Ja, bitte. Guck ihn dir an, guck dir den Versuch an. Es warten alle nur auf Leonidas. Die Musik spielt jetzt nur noch für dich, mein Freund. Also die Musik ist ja aus. Das ist das Gute an der Geschichte. Du kannst dich voll darauf konzentrieren. Also pass auf, der Versuch wird jetzt so leicht, dass du kein bisschen Kraft für die nächsten Disziplinen verschenkst. Das ist immer noch safe. Bisschen nur Anstrengung unten, dann wird es schon. Aber immer noch kein Limitversuch. Der Rekord, den du jetzt aufstellst, der soll lange angefochten bleiben. Verstehst du? Und weißt du, von wem der wieder gebrochen wird? Von dir selbst. Genau. Aber erstmal stellst du den Rekord auf jetzt. Ich wiederhole es nochmal, Leute. 335 Kilo auf der Hand in der Kniebeuge. Wegen Sieger, Alter. Ist das das geilste Gefühl, aufgestanden sind. Ja, hast du es mitgekriegt? Ja, klar. Da habe ich schon die Kamera gesehen. Die Leute sind alle aufgestanden. Normalerweise bist du noch eine Kamera aus Publikum mit. Ja. Richtig. Ich habe mal ein Video gesehen von Matthias Steiner. Der hat gesagt, die guten Athleten haben unfassbar viele Wettkämpfe im Leben. Aber es gibt auch viele Momente, wo du nur einen Versuch hast. Aber den musst du denn machen. Okay, das ist dieses Matthias Steiner Video, wo er 2008 Olympia Gold geholt hat. Das ist einfach episch. Tief durch. Du hast noch Zeit, du hast noch Zeit. Lass dir's, lass dir's. Come on.
offiziell als Rekord der offenen Klasse. Jetzt musst du dich doch tatsächlich nicht anstrengen, ne? Ja. Scheiße, das habe ich nicht gewollt. Aber es war gut. Hat sich gut angefühlt, ne? Also es wäre noch ein bisschen Luft. Ja, minimal. Ein bisschen noch. Ein bisschen. 40, aber, dann mein... aber wir wollen ja noch ein paar Disziplinen machen jetzt. Gern geschehen, mein Lieber. Es geht mit Banken weiter. Wir sind noch lange nicht vorbei. Fertig. Prost, ich gönne mir jetzt auch Koffein, Mann. Kameramann, du brauchst auch ein bisschen Koffein, oder? Ich hatte schon zu viel, glaube ich. Zu viel schon? Hast du wieder heimlich getrunken? Eigentlich hat der Kameramann Koffein nur maximal 300 Milligramm am Tag davon. Ich werde jetzt ein bisschen weinen. Ja, ja, 15 haben wir noch. Du bist als letzter dran. Er hat eben gesagt 15. Entspann dich, er hat eben gesagt 15. Letzter Aufwärmversuch, 200 Kilo auf der Hand, der ist natürlich wichtig fürs Selbstbewusstsein. Wenn die sich jetzt schwer anfühlen würden, wäre es natürlich kacke, denn wir gehen mit 210 Kilo ins Rennen. Aber ich vertraue da ganz auf die Unidas. Seht selbst, ob der schwer oder leicht wird. So. Arsch auf die Bank, jawohl. Start. Fest. Ab. Sehr gut. Gott sei Dank hast du gestern so viel gegessen, ey. Kann schon mal leichter. Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, der Leonidas hat noch nie 3 Disziplinen am Stück gemacht, an einem Tag. Bei der dritten Disziplin ist natürlich dann schon ein bisschen der Saft raus, aber im Kreuzheben ist es egal. Genau, das stimmt. Beim Kreuzheben einfach hoch, irgendwie kämpfen. Aber Bankdrücken, das zieht halt auch so ein bisschen die Kniebeuge davor. Ja, sicher. Aber die gleichen Voraussetzungen für alle. So ist es. Jetzt werde ich langsam heiß. Ja, da hatte ich so eine kleine Tiefphase, aber jetzt langsam. Kommt. Ich muss Tetzel gleich die Hand rausgeben. Bleibt dann gleich da stehen, weil nach Tetzel ist immer die Julias dran. Okay. Rock'n'Roll, Timmy. Sag du. Also es ist schon wieder ein neuer Rekordversuch, also das heißt, wir können alles ab 16 Kilo, ab 260 Kilo können wir alles stecken. Ich fand es schon ganz schön schwer. Schwierig, schwierig, schwierig. 2,18. Normalerweise drückt die Uni das viel kontrollierter runter. Also, du lässt die Hand viel langsamer runter. Hast viel mehr Kontrolle. Dadurch, dass du sie jetzt was fallen lassen, Mann, hat dir das auch so schwer angefühlt. Das Problem aktuell ist, dass ich Krämpfe im Rückenstrecker bekomme bei der Brücke. Und dann muss es auch alles ganz schnell gehen, weil sonst schmerzt es so, dass ich gar keine. Ich kann gar nicht mehr richtig arbeiten. Ja, so sah der Versuch auch aus. Du wolltest schnell fertig werden. Genau. Janis hat mir gerade gezeigt, wie ich drücken soll. Kennt ihr noch Raiden von Mortal Kombat? Ich glaube, wir waren Mortal Kombat, ne? Let's go!
deswegen sie Bankrott, weißt du? Aber es ist ja in dem 2,26 und 2,25. Aber ich bin ja auch nicht sauer, weil Tetzel ist Bankrott und geht ja in unsere Teamwertung ein. Ja, also ist ja in Ordnung. Aber ich wollte halt als der Bankdrückrekordhalter auf der Homepage stehen. Du musst aber erstmal die 226 machen. Ja, die macht der Alter. Der zweite war so easy, Mann. Ja. Da ist richtig Druck heute drin. Das ist geil. Da geht los. Also ich habe es im letzten Video schon mal erwähnt mit Koray. Es gibt eine Teamwertung. Die drei besten Leistungen von den Jungs gehen in die Teamwertung und die gibt es als Geschenk. Ein Homegym. Geil. Und dann vernünftige Handel, Squat Rack und Gewichte. Und das Geilste ist, Koray und Leonidas wollen nur die Stange, weil sie eine gute Stange haben wollen. Ja. Und ich habe ja Platz, also. Es reicht. Was heißt reicht? Es ist mega geil, wenn wir das gewinnen sollten. Ja? Eine richtige Stange für mein McFit-Studio. Das gehört ein kleiner Bruder gesagt zu mir. Kleiner Bruder hat er gesagt. Hast keinen Bock gehabt auf Rücken, ne? Nicht richtig. Hast du gemerkt? Ja, hab ich gemerkt, ja. Und damit dem Leonidas das nicht genau das gleiche passiert wie dem Koray gestern, werden wir ihn jetzt ein bisschen einpudern. Damit er weniger Reibung hat und nachher, wenn es absolut am Limit ist, die Handel nicht blockiert oder Reibung hat und es dadurch etwas schwerer wird. Es geht hier wirklich um Gramm. 100 Gramm können schon entscheidend sein, ne? Ja, zur Seite. Du achtest bitte darauf, dass du mit deinen Händen da nicht ankommst, ne? Also mal unter uns, ne? Der Leon wirkt auf mich extrem kaputt. Die 240 Kilo eben beim Aufwärmen, dann kreuzt sie ihm dann richtig schwer aus. Ich bete, dass er noch ein bisschen was im Tank hat. Ansonsten wird es heute nichts mit PR. Ich bin echt gespannt, was er noch drauf hat. Also das wird jetzt ein richtiger Kampf. Ich hoffe, dass es jetzt, je schwerer das Gewicht wird, auch wieder besser wird. Weil sonst sehen wir alt aus. 280 Kilo auf der Hantel, letzter Versuch vom Wettkampf. Nochmal? Habe ich zu ihr gemacht. Der Kollege vor ihm hat auch 300 gehoben. Wir heben jetzt auch 300. Wir haben auf 23,5 gesteigert, weil alles Rekordversuche sind. Jetzt wird es richtig, richtig spannend. Hier, ist was von mir, mein Freund. Mein zarter Freund. Danach ist egal. Feste Hände. Hände wie Schraubstöcke. Erstmal 23. Also wir machen. Ja, ich bin so. 43,5. Ja. An dem halben Kilo, 43,5. Nicht für Team, ja? Ja, Mann, scheiß drauf. All in jetzt. All in. Ja, 43,5. Jetzt.
ist es eh egal. Nein! Er hat hochgewirbelt. Er hat erhöht. Leonidas ist dran. Ja, Freunde, es passiert. Der Gegner hat hochgemeldet, deswegen war er jetzt unerwarteterweise dran. Oh. Jetzt gucken wir mal, ob Eddie hebt. Wollt ihr uns doch verarschen, ne? Also haben wir jetzt 320,5, wir haben offiziell mehr gehoben als er. Ja! Also hat Leonidas das auch Kreuz in die höchste Last bewegt. Komm her, Alter, komm her, ist alles gut. Ich wusste nicht, dass ich dran war, Mann. Das habe ich ihm schon erklärt, alles gut. Meine Schuld, ich hab gepennt. Ja. Ich hab gepennt. Diesmal wirklich. Ich war auch fest überzeugt, dass du nicht dran bist, aber die haben heimlich hochgesteigert, obwohl ich der Meinung bin, die waren nicht in der Zeit. Eigentlich war das nicht mehr zulässig. Aber eigentlich machen die jetzt die Leute, die achten da drauf. Also war es wahrscheinlich war echt doch scheiße, Mann. Es tut mir wahnsinnig leid. War aber die Hände waren trotzdem zu schwach. Nee, ich hätte geschafft, wenn ich mich darauf konzentriert hätte. Aber es war einfach scheiße. Das war dann. War kacke. Nehme ich auf meine Kappe. Ja, ich könnte heulen, Alter, das war ärgert mich richtig. Ich habe jetzt ein Total von 870 und ich bin damit sehr unzufrieden. Nur muss ich wirklich sagen. Ja, ich erwähne noch nebenbei, dass es dein erster Wettkampf war, dein erster richtiger, wo du auch zur Waage pünktlich erschienen bist. Ist meine Schuld, kannst du sagen, ey, der Lukas. Aber die haben das hintere Tier, die Schweine, oder? Haben sie das, was wir im zweiten Versuch gemacht haben, haben sie im dritten gemacht. Aber es hat ihnen nichts gebracht, weil sie haben sie nicht gehoben. Ja, trotzdem. Ich wollte heben, Alter. Das ist scheiße, wirklich. Tja. Also du hast die Möglichkeit, jetzt eine Abmoderation zu machen? Oder wir warten noch, bis du wieder gut in Stimmung bist? Tschüss. Also auch hier nochmal an dieser Stelle, ganz großen Respekt an Leonidas Arkona. Bei Instagram abchecken, du postest regelmäßig PRs, du bist ein Wahnsinniger, du bist heute all in gegangen, du hast einen richtig, richtig geilen Wettkampf gemacht. Ihr könnt ihn unterstützen, wenn ihr bei Big Zone bestellt. Ich hoffe, die haben auch Best Body Nutrition Produkte, denn das ist nämlich mein Sponsor. Ansonsten Leonidas 10, Leon 10, vergesse ich immer wieder. Ihr seht, er ist echt angepisst. Ja. Schlaf mal runter drüber. Und ich gebe dir heute auf jeden Fall ein Essen aus. Vielen Dank auch an meine Treue. Stopp! Das war der einzige Fehlversuch. Der einzige. Das will ich noch mal kurz dazu erwähnen. Und der war meine Schuld. Ich will jetzt nicht sagen, ja, eigentlich war es ja nicht deine Schuld, aber warum habe ich nicht bemerkt, dass ich dran war? Nee, das ist meine Schuld. Ich habe es nicht bemerkt. Ich hab's nicht bemerkt, weil der heimlich gesteigert, Mann. Der hat auf 341 Kilo gesteigert, somit waren wir zuerst dran, weil wir haben nur 340 gehabt. Sind wir am Ende einer Nase rumgeführt worden, aber hey, komm, ey. Ich glaube, die Zuschauer können auch immer gerne in die Kommentare schreiben, dass es okay war. Mann, vielen Dank fürs Zuschauen. Sag danke. Danke. Mit Leon. Wir sind raus, ansonsten guckt euch den Vlog an. Wir haben alles aufgenommen mit der Vlogcam. Wir geben es erstmal was verschissen Essen jetzt. Es ist übrigens fast um 10 Uhr, wir müssen gleich los. Weil in Köln gibt es um 10 Uhr, gibt es keine Küche mehr. Siegerehrung. Siegerehrung. Scheiße auch noch. So hungrig bleiben müssen und wir müssen nachher zu McDonalds oder so. Aber in der Innenstadt, habe ich gehört, ist es besser. Ja gut, dranbleiben und den Vlog abchecken. Ne? Dankeschön.